Hi, my name's Ken Kurzinger, and aka Jason from Freddy vs. Jason, and welcome to Weekend of Hell and the Friday the 13th Prop Museum. Here you can see some of the articles that I wore in the movie Freddy vs. Jason. This is one of the masks that was film worn, and they've got some great props here, and it's so nice to see things being saved for the future. I can't believe how long it's been since we did Freddy vs. Jason, but it's fun to come and be reunited with these articles. So I hope you'll check them out sometime. Wenn man in den 80er Jahren groß wird, dann passiert das irgendwo automatisch, dass man irgendwo als, ja, ich sag mal, 12, 13, 14-Jähriger so in ja, Verbindung mit den Filmen kommt, egal ob es Nightmare on Elm Street, Terminator, Freitag der 13. ist. Ja. Den ersten Film hatte ich dann tatsächlich aber erst später gesehen, so mit 14, 15 circa, hatte ein Freund von mir, sein Dad, hatte von der Videothek ein paar Filme gekauft. Und unter anderem, immer wenn der Dad weg war, hatten wir halt die aus dem Schrank oben rausgezogen. Und da war eben Freitag der 13. Teil 6 mit dabei. Jason lives. Happy Friday the 13th. So kam das Ganze dann zustande mit der Liebe zum Freitag der 13. Irgendwann wollte ich dann eben Schritte weitergehen. Nicht nur das Merchandise, nicht nur die Kaugummi-Aufkleber, nicht nur die Poster sammeln, sondern versuchen, irgendwo weiterzugehen. Ab und zu höre ich die Frage, ja, aber wie kommst du dann tatsächlich an die Requisiten dran? Und das ist natürlich der Clou, da macht Gelegenheitssammler. Also es war tatsächlich so, dass ich alle angeschrieben hatte, die mir irgendwie verfügbar waren online. Irgendwann um die 2000er-Wende war da mit dem Internet auch Möglichkeit, E-Mails rauszubekommen, die Studios besser anzuschreiben als immer nur mit der Post. Und hunderte Leute angeschrieben und tatsächlich einer hatte dann geantwortet, das war Kane Hodder. Der Schauspieler von Jason Teil 7 bis Teil 10. Und er sagte, ja, er hat noch immer Sachen rumliegen daheim und eventuell kommt man da in einen Deal. Und so war dann tatsächlich der erste Deal zustande gekommen. Ja, und daraus ist dann Rest ist Geschichte, irgendwann halt ein riesen Museum geworden. Mehrere hundert Exponate, angefangen von Movie Scripts, Filmklamotten, Requisiten, Macheten, Masken. Und es hat sich so hochgearbeitet, bis irgendwann sogar halt die Effektleute und die Schauspieler auf mich zukamen, was mich halt schon irgendwo auch stolz macht und sagen, du, wir haben immer noch Zeug im Keller rumliegen, wir wissen, hier wird es gut aufgehoben, da verstaubt nichts, wir schenken es jetzt nicht irgendjemanden, der das Zeug zerschneidet und in die ganze Welt verstreut, sondern wir möchten, dass es auf einen Platz kommt und jemand, der so ein bisschen damit auch umgehen kann. Also hallo, ich heiße Sören und wie ihr seht, ich bin ziemlicher Hardcore-Freitag der 13. Fan, eigentlich schon seit ich Teenager bin, auf dem Schulhof haben sie mal von den ganzen Filmen erzählt. Und ja, mit 13, 14 habe ich da meinen ersten Teil gesehen. Das war Teil 4. Jason's Reign of Terror is over. Und mich haben eigentlich immer schon die Filme fasziniert, auch die ganzen Requisiten und die Spezialeffekte. Vor 7, 8 Jahren habe ich den Mario dann auf einer Convention in Essen getroffen. Da hat er auch hier diese Props dabei gehabt, da war der Douglas Tate dabei mit der Stuntdarsteller von Freddy vs. Jason. Da habe ich das erste Mal diese ganzen Requisiten live gesehen und war doch ziemlich überrascht, wie billig und kostengünstig die eigentlich aussehen. Ich war immer davon ausgegangen, dass die richtig, ja, ich sag mal das, detailliert nachgebaut wurden. Da war ich ziemlich überrascht, wie einfach das eigentlich alles modelliert war. Vorhin wurde ich tatsächlich gefragt, was am schwierigsten war zu besorgen. Na, leicht war es natürlich nirgendwo. Das Zeug liegt irgendwo in der Produktionsecke rum, entweder im Kostümdepartement oder Schauspieler bringen einige Sachen mit nach Hause. Ist schwierig, da dran zu kommen. Logisch, es ist ein Haufen Zeitaufwand, die Leute anzurufen, anzuschreiben. Aber was tatsächlich am schwierigsten dem Zeitaufwand gegenüber war, also was am längsten gedauert hat, hat 15 Jahre gedauert. Das war das Kostüm aus Teil 8. Damals 2002, glaube ich, war das im Planet Hollywood Restaurant in Las Vegas gesehen. Da war so ein Display. Wollte es unbedingt haben, ist halt einfach geil. Leider ist nur das Kostüm-Original, die Maske nicht. Aber ich hatte bis dahin schon die Originalmaske zu Hause. Also war meine Aufgabe jetzt hier, das Kostüm noch dazu zu bekommen. Nach 15 Jahren der Restaurantkette ging es dann irgendwann leider nicht mehr so gut. Sie müssten ja, versuchen, einige Sachen zu verkaufen, zu verhökern, um eben dann die Einfälle in der Restaurantseite ein bisschen aufzuheben. Und dann kam bei denen die Idee, einige Sachen zu veräußern, in der Auktion freizugeben. Und da war ich dann logischerweise der glückliche Gewinner. Und das Ganze ist jetzt auch hier im Buch drin zu sehen. Und jetzt habe ich das Kostüm. Und irgendwann hat er dann auch mal gesagt, er bringt jetzt mal ein Buch raus mit seiner kompletten Sammlung. Hat auch alle Props, die er in seinem Museum hat, die hat er dann auch abfotografiert.
Und ich war so ziemlich einer der Ersten, wo das Buch bei ihm geordert hat. Und ich muss sagen, das ist wirklich fantastisch. Also richtig edel verarbeitet, tolle Fotos drin, tolle Informationen, kurz und knackig erklärt, auch wie die Sachen entstanden sind, wo sie benutzt wurden, von wem sie benutzt wurden. Bin echt fasziniert von dem Buch und ich schleppe es jetzt auch zu jeder Convention mit, wo irgendwelche Freitaggäste da sind und lasse mir das Teil auch signieren. Also ich möchte das Buch nicht mehr missen. Die Zukunft vom Museum ist eigentlich nicht wirklich klar. Das Ganze ist eher so ein organischer Verlauf gewesen. Man wusste ja am Anfang nicht, okay, wird es denn ein klassisches Museum oder bleibt es einfach bei 2, 3 Masken und einem Kostüm dazu? Ich habe es einfach, ja, muss man dazu sagen, am Anfang einfach mal Friday the 13th Collection genannt. Erst als die meisten Leute dann gesagt haben, Mensch, das ist ja schon fast ein Museum bei dir. Dann kam die Idee, das als Museum zu nennen und dann gab es einen kompletten Verlauf, dass sich das automatisch vergrößert hat, Fangemeinschaft einfach mehr angesprochen hat und dann wurde es auch interessanter. Lustigerweise hatte ich vor ein paar Jahren auch in deutschen Filmmuseen angefragt, im Museum in Berlin und auch im Filmmuseum Frankfurt. Leider wurde das Ganze abgelehnt von deren Seite, weil es zu splatterreich und nicht aus deutscher Produktion ragt. Und ja, deswegen bleibt es halt immer noch so eine kleine Nische in meinem Museum. Und ich hoffe zumindest, dass dann hier die Leute ein bisschen Fun dabei haben.